Vormarsch zur Oase Siwa im Süden der ägyptischen Front. Das jahrtausendealte Siwa. Deutsche und italienische Truppen rücken in die Wüstenstadt ein. Siwa war ein wichtiger Stützpunkt der britischen Luftwaffe und ein bedeutender Eckpfeiler der Verteidigungslinie von Marsa-Matruk. Der italienische Befehlshaber. Die Zugänge zu der fast 80 Kilometer langen, sehr fruchtbaren Oase werden sofort in Verteidigungszustand gesetzt. Empfang bei den 18 Scheiks von Siwa. An der Sonnenquelle. Hinein in das Bad der Kleopatra, das schon im Altertum als Heilquelle berühmt war.